Hallo, Einzel da, grüß euch, grüß. Ja, ich habe meine Jacke bekommen von Noble ManTech, die Stacy. Sie wird so geschickt in so einem wunderschönen Sackerl. Und ja, möchte mit euch einmal den Packungsinhalt klären. Wir haben einmal hier die Protektoren, die eher in diesem Bereich hier zu finden sind. Dann einmal die Protektoren für die Schulter. Und der Rückenprotektor mit blauem Inlay. Das heißt, das gehört Richtung Rücken und die schwarze Seite außen hin. Da haben wir nochmal das für den Unterarm und Ellbogen. Und da haben wir die Stacy von Nobleman. So, da haben wir eine Tasche, die können wir aufmachen. Da haben wir eine Tasche zum Aufmachen. Hier haben wir eine Tasche zum Aufmachen. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Hier hinten haben wir Ventilations- oder Luftöffnungen. Man sieht auch schon ein bisschen durch diese Reflektoren. Also wenn man das ein bisschen schräg haltet vielleicht. Hier der Teil schimmert. Jo. Und von innen ist dann die Innenjacke. Und da hinten drinnen muss man die Innenjacke rausnehmen. Kann man dann die Protektoren einlegen. Na, ich sehe ja gerade auch, dass das da offen ist. Das machen wir gleich mal zu. Da gibt es überall so Fixierungen. Ich hoffe, das sieht man da. Mit dem man die Jacke festmachen kann. Die Innenjacke mit der Außenjacke verbinden. Und ja. Die nächsten Tage wird es dann auch noch einen Ride geben, wo ich dann die Jacke ein bisschen herzeige, wie sie sich so verhält. Wie gesagt, bis circa 5, 8 Grad, je nachdem wie da vorne mal ist, braucht man eigentlich nur ein Leiberl drunter anziehen. Ich bin 1,68 groß, wiege 60 Kilo, habe M, Größe M, ist aber genau passend. Also darf nicht kleiner und nicht größer, nicht kleiner sein wirklich. Vielleicht ein bisschen größer, aber auf keinen Fall kleiner. Ich finde es perfekt. Jo, wenn euch das Test ja auch gefallen hat und ihr es ja ausprobieren wollt, klickt es gerne auf den Link unten. Dann habe ich auch ein bisschen was davon und ihr auch ein bisschen, weil da gibt es Prozente. In diesem Sinne, fahrt safe, fahrt schnell und passt auf die anderen auf. Gruß, euer Hänsel.